Herzlich willkommen zu einem Let's Show. Einem Let's Show Indie Game. Beziehungsweise, wenn mir das Spiel zusagt, werde ich es auf meinem Retro- und Indie-Kanal Let's Playen. Schauen wir doch einfach mal. Gone Home heißt das gute Stück. Ich weiß nichts davon, ist absolut blind für mich. Es sah nur von den paar Screenshots, die ich gesehen habe, interessant aus. Hat mich so ein ganz klein wenig an Home erinnert. Das ist so ein 2D-Pixel-Indie-Game. Aber vielleicht irrt der Ersteindruck auch. Wir gucken uns das einfach mal an. Aber bevor wir anfangen, gehen wir erstmal in die Options. Das Ganze gibt's für rund 16, 18 Euro auf Steam. Ist relativ neu draußen. Leider, nur auf Englisch. Aber wir werden uns schon irgendwie durchquälen. Na gut, werde schon hinkriegen. So, die Grafikdetails lassen wir mal auf Max und 720p. Das sieht alles ganz gut aus so. Ich bin da sowieso nicht so wild drauf, dass das immer auf High-End aussehen muss. Controls, ich nehme mal an, das ist eine WASD-Steuerung hier. Sah zumindest danach aus. Wir lassen das einfach alles so, wie es ist, würde ich sagen. Machen wir gar nicht großartig drin rum. Show Training Messages, ja, das lässt man vielleicht drin. Den Rest, ne, das lasse ich alles auch. Komm, wir fangen jetzt einfach an. Ja, ha, WASD und Maus. Wer hätte es gedacht? Okay, alles klar. Ich glaube nämlich, man spielt das in der Ego-Perspektive, so wie ich das gesehen habe. Loading. Schöne alte MC. Na, wer hat sowas noch? Schön. Habe ich früher immer Hörspiele mitgehört. Aber na gut. Bin mal gespannt, was da so geladen wird. Und was es hier überhaupt geht. Scheint auf jeden Fall eine relativ düstere Atmo zu haben. Und ja, wie gesagt, eventuell auf meinem Retro-Indie-Kanal. Ihr findet ihn eventuell verlinkt, wenn ich mich dazu entscheide, das zu Let's Playen. Da werde ich das dann weiterführen. Könnt ihr mal reinklicken. Hier bleibt es bei diesem einen Let's Show. Also hier, falls ihr das gerade bei John McCloud schaut. Also bei mir. Also wie bei Quaint eigentlich auch. Ach, egal. Ihr wisst, wie ich es meine. The Full Pride Company presents. Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Ja, Gone Home. Wir spielen anscheinend eine Frau, so wie ich das herausgehört habe. Die kommt gerade nach Hause zurück. In ihr Elternhaus. Es ist der 7. Juni 1995. Wurde ein bisschen später wie Mitternacht, 1.15 Uhr. Und da sind wir nun endlich. Und wie, wenn ich das richtig höre, dann schifft es anscheinend draußen. Aber wir sind ja schon, ja, im Haus. Ja, oh, es schifft ganz gewaltig. Wahrscheinlich kommen wir auch gar nicht, raus. Ne? Nee, da geht gar nichts. Da tut sich gar... Oh, warte mal. Ich kann mit Rechtsklick kann ich super toll gucken. Alles klar. Mit Linksklick passiert nichts. Mit der mittleren Maustaste passiert auch nichts. Ansonsten... Ja, ich glaube, ich kann... Viel mehr kann ich nicht. Ich drücke gerade noch ein paar andere Tasten außer WASD. Leertaste passiert nichts. F passiert nichts. Okay. Gut. Ist doch schön. Ja, wer will aber in dem Wetter auch schon draußen. Ich glaube, die Gute ist ganz schön froh, dass sie nun endlich wieder zu Hause ist. Das ist ihr Gepäck. Für eine Frau ja noch relativ harmlos. So, steht da unser Name? Wir spielen Caitlin? Caitlin Greenbrier. Ja, ich glaube, wir heißen Caitlin. Und wohnen in Portland. Ja, 6. Juni. Alles klar. So, aber sie will ihre Taschen und so will sie auch nicht mitnehmen. Ich kann mir das zwar genauer angucken, aber dann sagt sie dazu auch gar nichts. Okay, nee, da geht sonst nix. Hoffe ich einfach mal. Wenn ich auf Escape drücke... Oh, ich muss mir hier... Meine Fernbedienung, ey. Geh weg von meiner Tastatur. Ich kann sowas nicht leiden. Ja, ich muss meinen Schreibtisch mal wieder aufräumen. Ist echt schlimm. So. So, was habe ich denn hier jetzt? Ah, hier habe ich nochmal meine Steuerung. Interessant. Ich kann kriechen. Muss gleich mal ausprobieren. Und ich habe ein Journal. Und ich habe eine Map. Und ich habe Items. Wow, okay. Muss ich mir alles mal angucken. Also, eins. Die Items... Das sind wir also, Mrs. Greenbrier, Caitlin, geboren am 12. Dezember 73. Oh, USA, mhm.
Okay, it's my passport. I got it to go on my Europe trip. Ah ja, sie war in Europa. Schön. Vielleicht können wir auch rausfinden, wo genau. Ja, in Amsterdam. Schön. Ja, hast du mal ordentlich einen durchgezogen, ne? Ne, schon gut. Ja, schön. Die Map sagt mir, wir sind ja klar gerade in diesen kleinen Vorderdingsen. Das scheint ein relativ großes Haus zu werden. Im Journal steht noch nix. Okay, also hier kommen wir gleich auch auf alles, wenn ich auf 1 drücke. Press to re-listen to journals. Achso, okay, gut, aber da ist ja noch nichts drin. Ja, kann ich mit meinem Passwort da noch irgendwas Besonderes machen? Benutze mit? Nein, anscheinend nicht. Okay, was haben wir noch gelernt? Wir können kriechen. Okay, aber dann ist es stinksam. Dann ist es sehr langsam. Muss nicht sein. Konnte ich noch was? Nein, das war's. Okay, somit sind wir den Steuerungsdingern vertraut und wir gucken uns jetzt hier in Ruhe um. Oh ja, wir nehmen eine Tasse mit. Die nimmt sie auch gleich so in der Hand. Press Red, Masters oder Left to X-Men. Warte mal, leg das wieder hin. Aber mach's nicht gleich kaputt. So, so kann ich es mir genauer angucken. Okay, nee. Ja, mein Gott, eine Tasse. Ich glaube, die brauche ich jetzt nicht. Was haben wir hier? Ich werde natürlich das sehr gediegen durchspielen. Es ist ja sowieso ein Blind. Eine Christmas-Ende. Schön, was soll ich denn damit? Ist das so eine Art Elder Scrolls, wo ich jeden Dreck mitnehmen kann? Ne, ich will ja eigentlich keine Unordnung machen, sonst wird mich Mama gleich wieder rausschmeißen davon. Ne, warte mal, da ist ein Schlüssel. Der Hausschlüssel, den werde ich wohl auch brauchen, um hier überhaupt reinzukommen. Eine Lampe anmachen? Dann hätte ich den Schlüssel wahrscheinlich noch eher gesehen. Naja, sie wohnt ja hier, sie weiß natürlich, wo der Schlüssel versteckt ist. Das war eine absolute Intuition von mir hier. Ah, guck mal, da können wir schon ein bisschen durch die Fenster gucken. Da scheint schon alles zu pennen. Um mal alles hier ein bisschen nett auszudrücken. So, komm. Ist noch ein bisschen Tutorial, scheint mir. Da ist eine Notiz, okay. Katie, I'm sorry. Ach, komm. Ach, geh ein bisschen näher ran, so. I can't be there to see you, but it is possible. Please, please don't go digging around trying to find out where I am. I don't want Mom and Dad, anyone to know we see each other again someday. Don't be worried, I love you, Sam. Okay. Klingt nach unserem Bruder, wenn ich das so... Anion. Der ist abgehauen. Es ging es nur für Mom und Dad, jetzt aber auf... Um jeder Mann, was macht denn meine Katze? Och, ich hasse meine Katze, egal. Genau, okay, gut. Ja, mein Englisch ist nicht das Beste. Ich kann das meiste übersetzen, wenn auch nicht so super on the fly. Aber ich gehe einfach davon aus, dass ihr auch Englisch-Skills besitzt. Und dass wir gemeinsam dieses Spiel schon genießen können. Und da flackert es ja ganz schön. Das könnte natürlich an dem Unwetter liegen. Ja, schauen wir uns doch nochmal hier um. Wenn unser Bruder oder so nicht da ist, dann... ja, es wird einen Grund haben. Vielleicht hat er sich gestritten oder so. Oder andere Gründe. So, was haben wir denn hier? Okay. Irgend so ein Zettelchen, Bestellzettelchen. Gut, das braucht uns jetzt Dear nicht groß. Katie, so much has changed. Even just since you've been away. We moved into this house. I'm in a new school. And my big sister being gone for a year doesn't make it any easier. It doesn't feel real. But I'm not gonna let it faze me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around who knows where, I'll tell it to this journal. Just like I was talking to you. Alles klar, also Sam scheint kein Bruder zu sein, sondern eine Schwester, also Samantha oder so. Und die sind hier frisch eingezogen. Alles klar. Kann ich das hier rausziehen? Nö, anscheinend nicht. Warum sollte ich auch? Kann ich die Tür zumachen? Ja. Das wäre schon anständig, ne? So, ich hätte echt gerne sowas wie eine Taschenlampe. Hier ist teilweise doch ziemlich düster. Ich kann hier zum Beispiel überhaupt nicht erkennen, was da drin ist. Dann könnte ich auch das Lämpchen anmachen, dann erkenne ich auch was. Ha, bin ich clever. Hier ist eine Note. Ach Gott, immer so verschnörkelte Schriften. Da tue ich mir ja immer ein bisschen schwer, muss ich zugeben. This is to work from new home. Ah, das scheint, eine Wegroute sein zu der Arbeit. Am Anfang braucht man das natürlich noch. Was, in 10 Minuten? Nein, eine Stunde 10 Minuten. Oh, hier ist ganz schön lange.
So, ist hier sonst noch was? Ja, super, die Tücherbox. Ich glaube, die legst du wieder hin, Katie. So, was haben wir hier? Nee, duck dich nicht so weit. Ich dachte, Mann, die kann sich aber weit ducken. Das bringt doch gar nichts so. Dann bleib halt oben. Ist da was Spannendes drin? Die Maus ist mir ein bisschen zu langsam. Die ist ja einschläfernd hier. Egal, ich lasse erstmal so. Beim Rumlatschen und Umschauen geht's, aber von so nah. Hallo, Skull. Ja, ich lasse ja schon drüben Mist. Hier kann man wirklich viel mitnehmen. Ich bin mal gespannt, ob das noch irgendwie gameplay-technisch von Bedeutung wird. Ich komme mir ziemlich assig vor, dass ich hier erstmal die Schränke durchplündere. Aber da ist eh nichts drin. Und naja. Entweder schläft alles oder ist keiner da. Was haben wir hier? Da ist was drin. Geh mal ein bisschen. Oh, Katie. Geh mal darüber. Was ist denn das? Ein fettes Buch? Ist ja auch langweilig. Boom County. Ah, Telefon. Buch. Brauchen wir nicht. Wir wollen niemanden anrufen. Aber gut zu wissen, falls wir es müssen. Ist das Buch wichtig? Anscheinend nicht. Schön, wie es wieder genauso hinlegt. So, ich will hier nicht so... Obwohl, komm, wir machen überall die Lichter an. Sonst ist mir hier zu dunkel. Ja, Mensch, jetzt haben wir ein großes Haus. Können uns hier in Ruhe umgucken. Da hinten liegt was. Guck mal, das sieht wichtig aus. Have a dog gone. 17. Geburtstag. Wie süß. Happy Birthday, Sam. Onkel Harvey. Eine Geburtstagskarte von unserem lieben Onkel Harvey. Sehr kurz gehalten. Wahrscheinlich war Geld drin. Freut ihr euch nicht auch immer, wenn ihr Geburtstag habt und ihr kriegt so von der Oma, die ihr nie seht, kriegt da was so eine Karte mit so, keine Ahnung, 20, 50 Euro. Ich finde das immer episch. So. Ja gut, ich krieg das mittlerweile nicht mehr. Ich wurde enterbt. Nein, Quatsch. So, gehen wir mal dahin. Was haben wir hier? Noch ganz viele Umzugskisten. Cool. So ein Kämmerchen hätte ich auch gern. Was steht denn da? Warte mal, das interessiert mich. Das könnte der Name unserer Mutter oder so sein. Oder vielleicht auch von Sam. Janice Queen Prayer. Oder Prayer. Ich bin mir nicht sicher, wie man den Nachnamen ausspricht. Das muss unsere Mutter sein, denke ich einfach mal. Okay, und sie scheint so eine Art Försterin oder so zu sein. Cool. Warum auch nicht? Oder vielleicht auch nur hobbymäßig, wer weiß. Ja, so, das ist wahrscheinlich auch so der Grundgedanke von diesem Indie-Game, dass man sich die Story selbst ein bisschen erklären muss. Je nachdem, was man halt so findet. Oh, ein Brettspiel oder was? Leg's mal dahin, damit ich es besser sehe. Over the Alps. Cool. Ein neues Reisespiel für 2 bis 6 Spieler. Ab 6 bis 99 Jahre alt. Ich habe eine noch lebende Uroma. Die wurde letztes Jahr 100. Die ist noch topfit. Aber sie darf dieses Brettspiel nicht mehr spielen. Ist das nicht fies? Ja, schon gut. So, die könnte ich mal wieder besuchen, fällt mir ein. Gucken, ob sie wirklich noch lebt. Ja, sorry, wenn ich... Ach, da habe ich doch schon reingeguckt. Bin ich abwehrend über meine Verwandten sprechen. Irgendwie jetzt schon zum zweiten Mal. Aber, ja, ich habe mit meinen ganzen Omas und Tanten eh nicht so viel zu tun. Da steht die Tür halb auf, deswegen würde ich sagen, gehen wir doch erstmal hier reinlunzen. Ah, das Toilettenhäuschen. Ich muss eh mal. Gut, die Reise war lang. Mach mal das Lämpchen an. Ich kann das hier... Oh, warum ist hier alles immer... Ja, klar. Warum sollte man das Zeug auch anlassen? Oh, ja. Eine Scheißhausbroschüre. Was ist das? Oh, das gehört bestimmt Daddy. Was? Stephen King? Hä? Ist das Stephen Kings Schreibmaschine? Kann ich da noch ein bisschen weiterblättern? Wahrscheinlich nicht. Das Autorenmagazin. Mhm. Na gut. Mama, was ist da unten? Oh ja, Toilettenpapier, ganz wichtig. Stell dich gleich schon mal dahin, du wirst es brauchen. Ach Mensch, was bin ich denn so fies zu Katie? So, was haben wir hier? Ein paar Handtücher. Oh ja, du wirst mit duschen. Duschen ist eine gute Idee. Wir gehen erstmal auf die Toilette, würde ich sagen. Ja, okay, sie will anscheinend nicht wirklich auf die Toilette. Hände waschen. Auch wenn wir nichts gemacht haben, ist egal. Da, Seife. Ja, irgendwie, der Gedanke war gut, aber die Umführung, die Umsetzung war, naja, könnte besser sein. Ja gut, gehen wir hier wieder raus.
Ja, ich vermute ja mal, dass die Eltern oben pennen, wenn sie überhaupt da sind. Ah, die Familie, sehr geil. Können wir uns mal angucken. Sam, Katie, Mom und Dad. Und da sind auch nochmal die Namen der, ja, der Eltern. Ist nur die Frage, wer sind, ach ja, wir sind die da oben, haben wir ja, dürfen wir am Perso erkennen. Sam scheint die jüngere Schwester zu sein, würde ich einfach mal sagen. Ja, Sam kommt eindeutig nach ihrer Mutter. Der Vater sieht auch nett aus. Scheint eine nette Familie zu sein. Telefon. Messages abspielen, das ist doch gut. Sam. Sam. Hallo. Sam. Sam, where are you? Really? I need to talk to you. Please be there. Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Strange. Interessante Nachrichten. Lass mich mal so im Raum stehen. Ich frage mich jetzt nur, ob diese Nachrichten bereits abgehört wurden oder nicht. Da steht immer noch eine 3, also keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Das werden wir wohl noch erst später verstehen. Die zweite klang ja irgendwie doch schon beunruhigend. Lesen wir doch mal hier rein. Sam. Daniel from the old neighborhood called. He wants to come see the new house. Call him back. Okay. Mom, Daniel isn't total weird. The only reason I ever hung out with him in the first place is he had a Nintendo when we were little. Alles klar. Okay, das sind alles noch so. Sam. Okay. Ja, gut, kann ich noch nicht so richtig viel mit anfangen. Warten wir mal ab. Kann ich jemand anrufen? Anscheinend nicht. Kann ich die Nachrichten mir nochmal anhören? Warum habe ich eigentlich keine Untertitel bekommen? Das habe ich doch extra so eingestellt. Gucken wir eben nochmal. Ne, hier nicht. Vielleicht, wenn ich... Wo war denn das? Ach, hier. Ich mach mal dieses Overlay-Text noch rein, vielleicht dann. Kann ich nochmal abspielen? Sam. Ja, anscheinend. Na gut. Sam. Hallo. Ja, wollte offensichtlich mit Sam sprechen, aber Sam ist nicht zu Hause. Sam. Vielleicht gerade beim Nachbar abhängen, Nintendo spielen? Nee, eher nicht. Ich gehe jetzt einfach weiter und lass das mal so laufen. Sam, where are you? Hab ich da jetzt schon mal reingeguckt? Really? Oh, was haben wir denn da? I need to talk to you. Tja, möchtest mit mir reden, aber keiner war da, beziehungsweise mit den Eltern. Katie's departure. Ah, der Flug nach Amsterdam. Hey. Ich habe jetzt schon so ein paar wilde Theorien, aber die möchte ich jetzt echt noch nicht äußern. Ja, gut. Okay. Ah, ich kann es auch ausmachen. Ich habe schon jetzt schon ein paar wilde Theorien bezüglich mir selbst und Sam. Aber nee, ich sag jetzt noch gar nichts. Es ist noch zu früh für sowas. Das ist ganz schön dunkel. Will ich da überhaupt hin? Ja, komm. Trauen wir uns mal was. Wir können ja das Ganglicht anmachen. Also ich glaube nicht, dass das hier ein Horrorspielchen ist. Das ist eher so eine, einfach nur eine, wie soll ich sagen, ein Adventure. Und nach wird halt die Story näher gebracht. Das ist mal was anderes. Es hat eigentlich doch wirklich Ähnlichkeiten mit dem 2D-Spiel Home. Da ist man auch die ganze Zeit nur unterwegs und man kriegt durch Texte und so, was man findet, kriegt man halt, ja, interessante Infos. So, was ist denn, wer ist denn da auf dem Foto drauf? Kannst du es nicht mal richtig hinlegen, Mensch, nicht einfach dahin klatschen. Das könnte, nee, das weiß ich nicht. Vielleicht die Mutter in jungen Jahren. Aber muss nicht sein. So, was haben wir hier noch?
nichts Spannendes. Read das da. Read das da. Oscar Mason, 60, of Boone County, died peacefully last month in his home. Mr. Mason was born to September 8, 33 in the house that would be his home for the rest of his life. He attained his degree in pharmacy at a young age and returned to Boone County. He quickly became a well-loved figure at the center of the community. With the decades presenting his present in the Saddam... Ah ja, ich überflieg das jetzt mal. Mein Crap-Englisch will eh keiner hören. Ihr könnt ja auch für euch ein bisschen lesen. Wenn ich es für mich ein bisschen mehr lese, dann kann ich es auch ein bisschen auf Deutsch mehr verinnerlichen. Aber das kommt mir jetzt... Was sind das gerade für Geräusche? Das kommt mir jetzt aber nicht gerade unbedingt wichtig vor. Oh, da hinten ist ein komisches Licht, als ob da, keine Ahnung, Fernseher oder noch so brennen würde. Da gehen wir jetzt mal hin. Es sei denn, da ist noch was für mich. Nee. Ich denke, ich werde das wirklich auf dem Retro-Kanal spielen. Ich mag solche Spiele einfach. Das ist garantiert der Fernseher. Warum lässt man den denn an? Was liegt denn da? Nicht getroffen, würde ich sagen, ha? Hey, are you the new girl, Sam? I'm Tommy. I'm at the back behind you. Wave if you get his and right back. Achso. Oh, ganz schön durchgeschnittelt und durchge... Naja. Hi, Tommy. Ja, das ist so eine typische Unterhaltung dann. Hi, Tommy. Yes, I'm Samantha. And yes, I'm new. What's up? I just thought since you're new, maybe you could see a friend. I don't have... A lot friends, ich mein scheiß Englisch. Nee, aber was da steht, also klar, ist eine kleine Unterhaltung. Sie ist neu hier in der Gegend, klar. Sie sind auch frisch umgezogen und da, ja, und da fragt sie halt, ob wir... Okay, was ist denn das für eine Frage? Okay. Text, was ist, wenn ich auf Text klicke? Achso, da kann ich mir das so angucken. Ja, dann sieht man auch nochmal schön. Ja, sie hat noch einen gekritzelt. Okay, dieser Onkel. Naja, lassen wir mal so im Raum stehen. Das klingt irgendwie doch beunruhigend. So. Hier sieht alles auch relativ normal aus, würde ich sagen. Von der Tatsache abgesehen, dass hier noch der Fernseher läuft. Was wurde da gebaut? Ach, so eine kleine knuffige Höhle. Und da war eindeutig eine Playstation. Na gut, kann auch eine x-beliebige Konsole sein, auf jeden Fall. Wir können ja mal hören, was da überhaupt läuft. Ja, Wetterwarnung. Ja. Mach aus. Klingt's ja nicht, aber jetzt ist dunkel. Da Licht. Achso. Wo ist denn der Schalter? Ich würde mich ja gerne umgucken. Ich finde, dieses Zimmerchen hat doch ziemlich viel Profil. Da kann man vielleicht noch mehr herauslesen. Von den guten... Pizza. Wann wurden die bestellt? Ah, ich finde die Pizza immer so fettig, vor Fett trieft. Ich mag das gar nicht. Kann ich nicht leiden, deswegen mache ich meine Pizza lieber selbst. Da. Kannst du das da drin haben. Mach wieder zu. Oh, was haben wir denn da? Ja, okay. Ja, komm, wir checken mal alles hier. Oh, was haben wir denn da? Komm, mach mal richtig auf hier. Ja, super, jetzt haben wir einen tollen Button. Braucht kein Mensch. So, hier ist anscheinend auch nichts. Und hier interessiert es nichts. Okay, da auf. Interessante noch VHS-Kassetten. Ja klar, spielt ja auch in den 90ern das Ganze. The X-Files, Season 1. Ach Gott, die habe ich früher auch aufgenommen auf solchen alten Kassetten. Schön. Allerdings habe ich mir immer 240er Kassetten geholt, keine 180er. Ja. Naja. Machen wir dazu hier. Ey, die Dose ist noch zu. Eine Soda. Trink. Oder schmeißt es in den Fernseher. Wow. Kann der kaputt gehen? Ich weiß es nicht. Können wir das Programm ändern? Wahrscheinlich nicht. Oder liegt hier eine Fernbedienung? Haben wir keine Fernbedienung? Ich gehe mal in die Räuberhöhle. Was haben wir denn da gelesen, Sam? Poltergeist? Hauntings und Poltergeist? Cooles Buch. Noch eine Soda. Ach komm, mach weg.
Okay, schön. Was haben wir hier? Ach Mensch, du sollst doch nicht alles in die Hand nehmen, sondern dir angucken. You know that feeling where the first moment you see someone, it's like they have a big gold star around them and you have to get to know them. Well, there's this girl. I think she's a senior. She's usually dressed kind of punk. But sometimes I see her in this, like, army uniform. And she's always drawing in this notebook, looking so intense. I had no idea how I would ever, like, have an excuse to talk to her. Till I noticed she and her friends hang out and play Street Fighter at the 7-Eleven every day after school. Alles klar. Dann spielt man schon Street Fighter. Big Gold Star added to Backpack. Kann ich das, hier jetzt noch genauer anschauen? Da ist noch unser Schlüssel jetzt. Der TV-Room. Da baut sich das Haus langsam auf. Wunderbar. Und hier, das können wir uns jederzeit auch nochmal durchlesen und eventuell auch abspielen, wenn ich es richtig verstehe, ja. Aber das machen wir jetzt nicht. So, was steht hier nochmal für eine Notiz? Ja, okay. Sam dachte, das könnte helfen. Schön. Wie man sich Freunde macht. Interessant, interessant. So, ich mache hier ja keine Freunde, wenn ich hier weiter für Verwüstung stifte. Oh, das könnte doch... Okay, das war jetzt Zufall, dass so ein Donner kam, denke ich mal, als ich das hochnahm. Hoffe ich einfach mal. Wir legen das auf den Tisch. Wir wollen ja eh nicht hier zündeln, oder? Nee, sie will das erst gar nicht nehmen. Dann lassen wir den Kamin auch aus. Ja, Mensch, ich würde sagen, das ist doch ein richtig schöner Einstieg. Mir gefällt dieses Spiel jetzt schon... Oh, das hören wir uns noch an. Wenn ich darf. Yeah, Musik. Bisschen abdancen hier, damit jeder wach wird. Oh ja, da werden sie wach. Also, falls jemand da ist... Kommt spätestens jetzt gleich runter. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich bin hier alleine. Was ist das? Was ist das? Ach so, schon wieder so ein Teil. Ah, was ist denn da? Ah, Fancy-Dingens. X-Files wurde markiert, alles klar. Ja, der Rest sagt mir auch gar nichts. Schön! Ja, ich werde hier noch ein bisschen abdancen oder eine Runde couchen, mal gucken. Was haben wir denn da? Ich bin aber auch da eine Sache nach dem anderen hier. Legen wir auch auf den Tisch. Ticket. Na gut, jetzt reicht's aber. Ich mach das nächste Mal weiter. Yay, Buddy. Okay, jetzt reicht's nochmal. Boah, es ist aber laut für so ein kleines Teil. Role Model, alles klar. Komm, legen wir mal rein. Wir finden bestimmt noch mehr Kassetten. Wenn das schon der Loading Screen war, könnte ich mir gut vorstellen. Ein Buch, das Dad schrieb, das gucken wir uns definitiv erst das nächste Mal an. Ja, mir gefällt dieses Spiel sehr gut. Wie gesagt, mein Englisch ist ja nicht leider so das Beste. Ich kann zwar relativ viel übersetzen, aber auch nicht alles. Vielleicht entgehen mir hier und da ein paar Einzelheiten. Die könnt ihr mir gerne in den Kommentaren posten. Macht das einfach, ich würde sagen, bei meinem Indie-Kanal, da wo ich das Ganze nämlich jetzt durchlet's playen werde. Da können wir ja die Story auch gerne in den Kommentaren als ein bisschen zusammenfassen. Gemeinsam schaffen wir das schon. Und ansonsten würde ich mir bei dem John McLeod Let's Show hier, ist ja eine einmalige Sache hier auf dem Kanal, hier würde ich mir eher Feedback zum Spiel an sich wünschen, wie ihr das Ganze findet oder bis hierhin interpretiert. Ich möchte mich da ja absichtlich noch nicht so festlegen. Ja, weil erstens möchte ich noch ein bisschen weiterspielen, zweitens möchte ich mir selbst den Part noch mal so ein bisschen angucken und die Story verinnerlichen. Und ja, viel mehr sei dazu nicht gesagt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis dann, euer John McLeod.